Wieder mal ein Film mit einer tollen Grundidee, wieder mal etwas, das man so noch nicht gesehen hat und wieder mal einer dieser Filme, die ihr Potenzial leider ziemlich öde verschenken. Ja, das war Downsizing. Willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann und indem ich zu erklären versuche, warum manche Sachen, die sich auf dem Papier ganz gut anhören, aber dann auf die Leinwand gebracht, irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommen. Paul, gespielt von Matt Damon, ist ein semi-zufriedener Mittelklasse-Mann, dem es einigermaßen gut geht, aber nicht allzu gut und der einigermaßen zufrieden ist, aber nicht allzu zufrieden und der ein einigermaßen vernünftiges Einkommen hat, aber kein Rieseneinkommen und dann hört er von dieser neuen Methode namens Downsizing. Da geht es darum, Menschen auf ungefähr diese Größe zusammenzuschrumpfen und dadurch den Planeten zu retten, weil sie ja dann viel kleiner sind und viel, viel weniger Müll fabrizieren. Und wenn man sich schrumpfen lässt und in eine von so 5 oder 6 Städten gibt es auf der Welt, sich dahin verpflanzen lässt, dann wird das Geld in kleines Geld umgerechnet und ist plötzlich viel mehr. Weil ja ein Apfel in Normalgröße dann reicht, um für eine ganze Kolonie 14 Tage lang Obstsalat zu machen beispielsweise. Und er und seine Frau, gespielt von der völlig verschenkten Kristen Wiig, ich weiß nicht, warum die in dem Film ist, denn die ist nur ungefähr 5 Minuten auf der Leinwand zu sehen, die entscheiden sich dann, das zu machen, weil sie, obwohl er als Therapiearzt in der Fleischfabrik arbeitet und jetzt echt kein Rieseneinkommen hat, entscheidet sie sich plötzlich, ich will jetzt nach Villen Ausschau halten, ob wir nicht in eine größere Villa umziehen können. Ja, also so ein völlig alltägliches Problem, wie man es aus dem richtigen Leben kennt. Und damit sie sich ihren Traum von einem größeren Eigenheim erfüllen können, lassen sich eben schrumpfen. Aber in letzter Minute zieht seine Frau dann zurück und er ist alleine geschrumpft und muss sich jetzt alleine in der Miniaturwelt zurechtfinden. Und während er das so macht, dachte ich, okay, der Film, der packt jetzt Sci-Fi-mäßig irgendwas aus. Oder packt gesellschaftskritisch irgendwas aus. Oder packt in Sachen Special Effects jetzt irgendwas aus, was man so in dieser Form noch nicht gesehen hat. Nee, nichts davon. Also das Produktionsdesign, das ist einigermaßen nett gemacht. Also man sieht ihn dann irgendwann auf der Party, will ein Geschenk mitbringen und hat eine normal große Rosenblüte dabei und die schleppt er so durch die Gegend. Ja, das ist ganz nett. Als er nach der Operation, als er geschrumpft wird, aus der Narkose aufwacht, kommt eine Schwester rein und hat so einen Cracker in der Hand. Ja, das ist ganz nett gemacht. Sein Nachbar Dujan, gespielt von Christoph Waltz, der so eine Rolle im Schlaf spielen kann, der hat eine 1-Dollar-Note als Riesenposter an der Wand. Ja, das ist ganz nett gemacht, aber das ist mal was so zum zwischendurch Schmunzeln und dann will man sich wieder auf die Handlung konzentrieren und merkt, da ist gar nicht so viel Handlung. Denn das Problem, das ich mit diesem Film habe, ist, dass er ganz, ganz viele Ideen anschneidet und dann ganz, ganz wenig draus macht. Also erstmal braucht er ewig, um in die Gänge zu kommen. Die ersten 15 Minuten sehen wir nur Ärzte in einem Labor, die rumexperimentieren und dann sehen wir eine Pressekonferenz, auf der angekündigt wird, dass das mit dem Schrumpfen jetzt klappt. Und da ist der Film schon 15 Minuten alt und das hätte man mit einer einen Dialogzeile, hätte man das auch so dem Zuschauer erklären können. Und dann überlegen Matt Damon und seine Frau noch weitere 20 Minuten, ob sie sich jetzt schrumpfen lassen und dann machen sie es schließlich. Und dann ist irgendwie der erste Akt vorbei und der Film ist schon 35 Minuten alt und man denkt sich, das hätte man auch in 3 Minuten schaffen können. Hey, es gibt diese neue wissenschaftliche Technik. Ja, okay, dann machen wir das. Okay, und Matt Damon und ist jetzt 12 cm groß. So, dafür braucht Alexander Payne hier 35 Minuten. Ich habe keine Ahnung warum. Es gibt viele interessante Szenen und es gibt viele interessante Ideen und die werden immer nur so angeschnitten und dann wird mit denen überhaupt nichts gemacht. Am Anfang sind die in der Kneipe und dann gibt es eine Diskussion. Da pöbelt einer, der so besoffen ist, pöbelt, als er dann mitbekommt, dass sie sich schrumpfen lassen wollen, pöbelt er in Richtung Matt Damon. Ey, wenn ihr euch schrumpfen lassen sollt, dann finde ich, dann solltet ihr auch nicht wählen dürfen. Ihr solltet höchstens eine Viertelstimme kriegen oder eine Achtelstimme. Und in verschiedenen Talkshows und Nachrichtensegmenten wird darüber diskutiert, dass die Wirtschaft in den USA eingebrochen ist, weil sich so viele Leute schrumpfen lassen. Und es werden keine Autos mehr gekauft, es werden keine Häuser mehr gebaut, es werden nicht mehr so viel Lebensmittel konsumiert, es fallen so und so viele Arbeitsplätze weg und das Land befindet sich in einer Rezession. Was ein interessantes Thema ist. Ein Mensch will etwas Gutes tun, indem er sich schrumpfen lässt
und bewirkt dadurch etwas Schlechtes, weil er dann geschrumpft ist. Gerade im Zeitalter von Fridays for Future und wo es um die Diskussion geht, was ist wichtiger? Sind die Arbeitsplätze für eine funktionierende Gesellschaft wichtiger? Oder ist es den Planeten zu retten wichtiger? Daraus könnte man einen richtig geilen Stoff machen, aber das ist diese eine Szene, wo das erwähnt wird und dann... Den Rest des Films passiert damit nichts mehr. Dann lernt er Christoph Waltz Putzhilfe kennen, die bei ihm zweimal die Woche sauber macht. Und das ist eine ehemalige politische Aktive aus Vietnam, die gegen das System rebelliert hat und darüber journalistisch berichtet hat und protestiert hat. Daraufhin wurde sie gegen ihren Willen geschrumpft, wurde in eine Kiste gepackt und in die USA verschifft. Auch daraus könnte man was machen. Was mache ich mit Menschen, die politisch protestieren gegen den Status quo, die mir unliebsam sind und die ich so entsorgen will? Und wenn ich diese Alternative zu Guantanamo Bay habe, was für Auswirkungen hat es auf die politische und journalistische Berichterstattung in einem Land? Auch das eine gute Idee. Auch die wird aufgegriffen und dann fallen gelassen. Matt Damon freundet sich dann mit ihr an oder verliebt sich auch mehr oder weniger in sie, weil er seine Frau nicht mitgemacht hat. Und dann schnappt sie sich Matt Damon und sagt, du kommst jetzt mit. Und dann gehen sie in den Slum und dann ist er, Riesenüberraschung, völlig vom Blitz getroffen, weil er merkt, auch in der geschrumpften Welt gibt es arme Menschen. Und auch das finde ich interessant, dass man in dieser geschrumpften Welt, in dieser Utopie, wo angeblich alles besser ist, dass es dann auch da mehrere Klassengesellschaften gibt, dass es auch da Slums gibt, wo Menschen in so Fertigbauweise Dinger hausen müssen und dass sie nichts genug zu essen haben und dass sie keine vernünftige medizinische Versorgung haben. Wieder! Eine interessante Idee. Hey, wir wollten doch alles besser machen. Was ist denn da schiefgelaufen? Auch diese Idee wird aufgegriffen und die wird wieder fallen gelassen. Und so meandert und wabert der Film dann hin und her und reißt 12 verschiedene Themen an und bringt keins davon so richtig zu Ende. Und was mich auch daran stört, ich habe es schon öfter in meinen Videos gesagt, ich mag hier die Matt Damon-Figur nicht, denn er ist das, was in der Filmwissenschaft als fauler oder als passiver Protagonist bezeichnet wird. Das heißt, er wird in die Handlung reingeschmissen, alles passiert ihm nur. Also, er will sich schrumpfen lassen, weil seine Frau sagt, wir haben nicht genug Kohle. Ja, dann lässt er sich halt schrumpfen und auch, weil er einen Schulfreund hat, der sich hat schrumpfen lassen und ihm bequatscht, wie toll das ist. Und dann ist er in der Schrumpfwelt angekommen und merkt, Mist, ich bin alleine, naja, jetzt muss ich mich irgendwie zurechtfinden. Und dann lernt er seinen Nachbarn Christoph Waltz kennen und er erklärt ihm, ey, du musst loslassen, du musst locker werden. Na ja, gut, dann wird er halt ein bisschen lockerer und schmeißt Drogen. Und dann lernt er diese vietnamesische Putzfrau kennen und die sagt, hey, du kommst jetzt mit in den Slum und hilfst mir. Und naja, da kommt er halt mit und dann hilft er ihr. Und dann gibt es noch diese Originalkolonie in Norwegen, die allerersten, die sich haben schrumpfen lassen. Da will Dujan, also Christoph Waltz, unbedingt hin. Und die vietnamesische Putzfrau sagt, ey, da habe ich eine Einladung für bekommen, da wollte ich auch hin. Kommst du mit Matt Damon? Und dann sagt er, naja, dann komme ich halt mit. So. Und so geht das 2 Stunden und 15 Minuten. Der hat überhaupt keine Motivation, überhaupt keinen eigenen Antrieb. Alles passiert ihm nur. Und dann denke ich, dass Alexander Payne doch andere Filme drehen kann. Zum Beispiel Sideways, den ich großartig finde. In dem ist Paul Giamatti ein aktiver Protagonist. Der hat einen nicht gerade tollen Job, lebt so in den Tag hinein und will aber in Wirklichkeit Autor werden und verfolgt dieses Ziel. Und er ist Single, aber er will sich verlieben und er verfolgt dieses Ziel. Und dann lernt er Virginia Madsen kennen in dem Film und will mit ihr alt werden und dann verfolgt er dieses Ziel. Und ohne allzu viel zu verspoilern, der Film plätschert so bis zum Abspann dahin und dann guckt man ihn und denkt sich, boah, der war ganz unterhaltsam. Alexander Payne kann ja interessante Filme machen und der kann auch interessante Ideen verfilmen und der kann auch gute Leistungen aus seinen Schauspielern rausholen, wie beispielsweise George Clooney in The Descendants oder wie beispielsweise Paul Giamatti in Sideways. Aber hier gelingt es auch nicht. Ich kann nicht sagen, ob es daran liegt, dass Matt Damon hier nicht so recht will oder ob es daran liegt, dass seine Figur nicht so richtig gut geschrieben ist oder ob es daran liegt, dass der Regisseur irgendwie nichts aus ihm rausgekitzelt hat. Alles in allem unterm Strich wirklich eine sehr enttäuschende und unterdurchschnittliche und leider, das finde ich am schlimmsten, langweilige Angelegenheit. Denn auch wenn ein Film nicht perfekt ist, so kann er doch zumindest unterhaltend sein. Der hier ist nicht mal das. Der plätschert 2 Stunden und 15 Minuten, die einem irgendwie vorkommen wie 3 Stunden, plätschert er so dahin und dann läuft der Abspann und ich sitze davor und frage mich, ja, und was sollte das jetzt? Also, der ist auf Netflix. Wenn ihr einen Netflix-Account habt, dann könnt ihr euch den angucken, weil es mal was anderes ist. Ist jetzt aber echt nichts Dolles. Und für diese wirklich halbgare Geschichte gibt es unterm Strich nur ein halb von 5 Schrumpfköpfen und eine ganz, ganz eingeschränkte Guckempfehlung für alle Freunde von so Indie, schrägem Indie-Quark, die mal was anderes sehen wollen als den gängigen Hollywood-Mainstream. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Abonnieren, Glöckchensymbol drücken.
Wenn ihr Spaß habt an dem, was ich hier mache, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, denn Feedback ist immer eine feine Sache. Guckt euch meine anderen Videos an oder schreibt mir in die Kommentare, zu welchen Filmen ihr noch Videos von mir sehen wollt. Vielleicht mache ich ja eins dazu. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, viel Spaß beim Gucken von vielleicht was anderem als Downsizing und bis zum nächsten Mal.